So, liebe Fotografiefreunde, das Video steht wieder im Zeichen der Landschaftsfotografie. Schaut her, ich bin hier an einem ganz normalen Badesee. Der heißt Auensee, ist unterhalb von Augsburg. Als ich vor 2 Stunden hier angekommen bin, war hier das Ufer komplett voller halbnackter und nackter Menschen. Und ich bin jetzt hier mit dem Daniel einmal um den See gelaufen und wir haben jetzt tatsächlich ein Motiv gefunden. Jetzt auch erst zum Abend hin, da die Badegäste weg sind. Und das Schöne ist, die ganzen Wellen von den Schwimmern auf dem Wasser sind jetzt komplett weg. Der See ist jetzt richtig still, die Sonne geht gerade unter. Und jetzt zeige ich euch mal das Motiv, welches sich hier lohnt zu fotografieren. Es wird auch bestimmt noch eine Zeit da bleiben, weil es ist einfach so ein abgestorbener Baum. Schaut mal her. Und mit der Spiegelung da hinten, mit der untergehenden Sonne im Wasser, ist es ein gutes Motiv. Da hinten gibt es zwar leider einen Strommast, den nehme ich gerne in Kauf für dieses Motiv. Und falls ihr hier sein solltet, an Auensee, und ihr findet auch Wellen vor, bleibt einfach sitzen. Die Leute hauen alle ab gegen Sonnenuntergang und dann wird es hier echt spiegelglatt und klar. Jetzt so zur Bildkomposition für dieses Foto. Probiere es zuallererst mal im Hochkantformat. Mit meiner Sony und einem 14mm Objektiv habe jetzt hier auch noch einen ND-Filter in 64-fachen reingespannt, dass ich ein paar Sekunden lang belichten kann auf einer 8er, 9er Blende. Jetzt kommen wir her und wir schauen uns die Sache mal an. Und hier gucke ich mal ganz kurz aufs Histogramm. Die Kamera ist hier schon echt schön in der Waage positioniert und vom Histogramm her bin ich jetzt hier auf einer F14 und es ist viel zu dunkel. Also öffne ich die Blende ein kleines bisschen, aber auch nicht zu viel. Ich bin jetzt auf einer F10, habe immer noch dunkle Werte hier im Bild und die dunklen Werte sind einfach die Tonwerte vom Ufer, weil es einfach dunkel ist. Die Sonne ist da hinten untergegangen. Ich fokussiere hier auf die Mitte des Baumes und habe hier im Hochkantformat auf 6 Sekunden F9 schon mal ein Top-Bild bei so einem 0815 Baggersee. Oder ist ja eher ein Weiher, ein ganz kleines Ding. Boom. Ich drehe die Kamera jetzt auch noch ein kleines bisschen nach rechts, weil das Ufer hier, der Uferabschnitt links, ist super hässlich. Ich konzentriere mich jetzt hier nur auf diesen Ast oder diesen Baum mit der kompletten Spiegelung im Wasser. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich die komplette Spiegelung aufnehme. Ich ändere jetzt auch hier gar nichts an der Belichtungszeit. 6 Sekunden, 9er Blende. Fokussiere wieder hier auf den Baum. Lass die Kamera die Arbeit machen. Nice. Wenn man sich hier noch ein bisschen umguckt, könnte man auch diese Bäume, die sich auch wunderschön im Wasser spiegeln, auch einfangen. Ich bin froh, jetzt mal wieder einen neuen See ausgekundschaftet zu haben, bin mit 0 Erwartungen rangekommen. Und mir sind hier 1, 2 gute Bilder gelungen. Die Message, Leute, hier von dem ganzen Video ist folgende. Geht raus, testet noch so kleine Weiher und Baggerseen einfach aus. Übt euch in der Bildkomposition. Ihr lernt immer was dazu.
Wenn euch das Video was gebracht hat, freue ich mich über ein Like oder abonniert meinen Kanal. Das hilft mir ungemein, weitere Videos für euch zu produzieren. Jetzt sage ich noch bye bye, ciao, euer Sigi.